Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show, diesmal von Star Trek Online. Und heute möchte ich euch die Scimitar-Klasse vorstellen und dazu auch den Set-Bonus der Spezialkonsolen und wie ich sie aktuell ausgerüstet habe. So, dann werde ich als erstes einmal wieder das Interface einblenden und ja, den Check weg. So, wo könnt ihr das Schiff bekommen? Das Schiff gibt es im C-Store und es ist ein Klasse Tier 5 Schiff und ihr könnt es entweder als Paket bekommen, hier sieht man das auch mit allen drei Klassen, der Phaixion, der Scimitar und der Tulva. Und ja, das Paket kostet 5000 Zen und eine einzelne kostet 2500. So, kurz was zur Geschichte der Enterprise der Scimitar. Die Scimitar stammt aus dem 10. Star Trek Teil, Star Trek Nemesis. Das ist der letzte Teil mit Captain Picard gewesen, wo die Enterprise gegen halt diese Scimitar kämpfen muss, also Romulus gerufen wird und gegen diese Scimitar kämpfen muss. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, dass die Scimitar kein Romulaner Schiff ist, sondern ursprünglich ein remanisches Schiff war, deswegen, was man nachher auf der Brücke sehen wird. Wir sind dort remanische Konsolen, also alles auf remanisch und nicht auf romulanisch. So. Wenn man sich jetzt dieses Paket hat, kann man einfach anklicken. Das habe ich jetzt mal gemacht und wir sehen Tuva Dreadnought, Scimitar Dreadnought und den Phaixion. Und sind jetzt auch hier die drei Pakete. Okay, mein Task hat ein bisschen unsortiert. So, ich werde die beiden jetzt einmal auspacken. Die Scimitar habe ich schon, mit der fliege ich aktuell. So. Wenn wir dann zu unserem Schiffselektor gehen, sehen wir auch schon mein aktuelles Schiff. Dann die Phaixion. Was auch wichtig ist, ist ein Tier 5 Schiff. Wenn man das, man kann es upgraden zu Tier 5 U. Und dann kriegen wir eine Konsole mehr und mehr Hit. Dafür braucht man dabei einen Token, den man sich an der Tauschbörse kaufen kann im C-Store. So. Nehme ich mir mal schnell die Konsolen raus. Dann können wir das auch lassen. So, mein aktuelles Schiff. Dieses Schiff habe ich auch schon zur Tier 5 aufgewertet. Und ich zeige es einfach erstmal am besten beim Anpassen. So, wir sehen hier, ich habe jetzt aktuell das Romulaner-Schild drauf. Deswegen kommt das auch. Wir haben, ja, Vorschlag Scimitar. Das ist jetzt von der Farbe her eine Scimitar-Brücke. Kann aber auch eine romulanische Brücke nehmen. Mehrere Arten von Fenstern. Und ich werde einmal das Schild rausschmeißen. Und dann sehen wir jetzt auch schon, okay, der Borg-Deflektor ist egal. Hier sehen wir jetzt auch, das ist die Standard-Scimitar-Hülle. Wenn ihr die so auspackt, kommt sie so. Und dann gibt es die Upgrade-Hülle. Die müsste man auch standardmäßig haben. Sieht auch nicht schlecht, das ist halt mehr romulanisch wieder. Die Tulva, dann haben wir halt die Scimitar. Die Tulva und die Phaixion braucht man halt auch die Schiffe dazu. Dann haben wir Remane. Auch ohne das Schild, weil das Schiff halt mal remanisch war. Und die standardmäßigen Romulaner-Hüllen. Und eine braune Romulaner-Hülle. So. Innenraum habe ich schon gezeigt. Fortgeschritten können wir jetzt hier die Hülle halt beliebig anpassen. Haben wir hier. Man sieht, dass hier unten diese kleinen Gondeln verändern sich. Welches zum Beispiel Kombo-Paket. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier hinten haben wir dann die Warp-Gondeln. Flügel gibt es auch verschiedene Muster. Hier haben wir dann zum Beispiel so eine Öffnung. Öffnung ohne und auch ohne. Dann haben wir die Sensoren.
Sensoren, Sensoren. Da unten sind sie. Das sind diese komischen kleinen Teile dran. Und auch oben. Dann können wir noch Muster aufklatschen. Ah, das ist erstmal egal. Wie vielleicht auffällt, das Schiff ist enorm groß. Das müsste das größte Schiff im Spiel sein. Neben den Cheshire Dreadnought. Und ja, es hat eine enorm große Flügelspanne. Also, wenn man das hier sieht, hier, das ist auch wirklich so sperrig. Darunter kann auch Raumschiff durchfliegen. Das funktioniert auch alles. Und es ist wirklich sehr schwierig, damit zu fliegen. So. Ich habe das ja schon mal angepasst, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Und wie schon gesagt, wenn wir jetzt gucken, haben wir hier das Schiff. Und ich habe vorne aktuell schwere Dualkanonen. Hier gibt es zwei verschiedene Unterschiede. Die meisten Scimitar-Flieger benutzen Strahlenbänke, weil aufgrund der enormen Waffenzahl, wir haben vorne 5 Waffen, hinten 3 Waffen, ein Hangar, 5 Taktikkonsolen, 3 Wissenschaft, 3 Technik, je nachdem, also jetzt in der Taktikvariante der Scimitar, 4 Geräte. Dann benutze halt schwere Dualkanonen, dazu ein von der Flotte, dann den neutronischen Torpedowerfer aus dem Delta-Allianzruf, Borg-Deflektor und Antrieb, ein Flotten Singularitätskern und dazu das romulanische verwässerte Kovariante Schild Array. Das benutze ich, weil es eine sehr ho hohe Schildleistung hat. Also wir sehen hier auf Mark 12 noch nicht upgraded, sind wir bei 9200. Und es hat halt auch bessere Effekte. Ich muss mal gucken, ob der hier stand. Nee, das stand hier gerade nicht. Na gut. Dazu benutze ich dann den kinetischen Schneidestrahl in Verbindung mit der Universalkonsole, also simuliertes Modul für den 2-Set-Bonus. Jetzt bei dem Omega-Waffenverstärker. Dann bei den Geräten den Supram-Feldmodulator, Nimbus-Pirat-Notsignal und Verstärkung der Delta-Allianz. Hier habe ich eine von der Flotte verstärkte Neutronium-Legierung mit zusätzlichen Hitpoints-Verstärkung. Also wir sehen 25 kinetischer Widerstand, 25 gesamter Energieschadenwiderstand und 12,5% strukturelle Integrität. Das gleiche habe ich hier auch nochmal, aber das ist nicht von der Flotte. Dann habe ich hier eine Rufkonsole. Und zwar der hydrodynamische Kompensator, die ist aus dem Verteidigungskommando 8472, müsste das sein. Und die habe ich auch auf Mach 14. Und hier sehen wir jetzt plus 20% Zielsysteme und, was bei diesem Schiff sehr wichtig ist, 27,4 Wendegeschwindigkeit im Flug. Da dieses Schiff sonst gar nicht nirgendwo rumkommt, muss man einfach Wendegeschwindigkeit bauen. Dafür würde man dann auch verzichten auf eine andere Konsole. Und zwei Feldgeneratoren, Mach 14. Hier habe ich die Konsole aus der Episode Oberflächenspannung. Und auch auf Mach 14, jetzt sehen wir dann plus 14 Disruptorschaden und Phaser-Schaden, 29,5 Strahlungsschaden und 29,5% Photonprojektilschaden. Also, dazu noch ein 2Z-Bonus, biomolekulare Instabilität, das heißt nochmal mehr Schaden. Wieder 7,5% Bonus auf Phaser- und Disruptor-Schaden. Und ja, dadurch wird das hier schon mehrmals verstärkt. Und dann habe ich hier 4 Flottenkonsolen, alle Mark 14. Und zwar, die beiden bringen 35,6% mehr Disruptor-Schaden und 1,8% kritische Trefferchance und die genauso viel Disruptor-Schaden, aber dafür 8,9% mehr kritischen Trefferschaden. So, und im Hangar habe ich aktuell das romulanische Drohnenschiff. Nur in der Standardvariante. Ich bin auch dabei, mir die Flottenvariante zu holen. Und ja, diese Bes Schiffe, was die besonderen Eigenschaften ist, wieso sie auch mit die stärksten Hangar-Pads überhaupt im Spiel sind.
Wir sehen hier einmal mal die Ausrüstung des Disruptor-Strahlenbank. Dreimal, dann Plasma-Torpedos, Multispektral-Emitter und Triphasen-Emitter, dazu Strahlenbank-Überladung, ein Strahlenbank-Feuer frei und Notenergie zu schilden. Jetzt in der Standard-Variante. Diese Schiffe können sich nämlich in jedes Schiff im Spiel verwandeln. Das heißt, kämpft ihr gegen Undine, habt ihr ein Undine-Schiff als Helfer. Dazu gehören dann auch die gleichen Waffen, also Antiprotonwaffen bei den Undinen zum Beispiel. Oder bei den Borgs, sonst sind halt Plasmawaffen. Das Schiff kopiert einfach euren Gegner. Dadurch kommt das Verwirrungsstoff, das heißt, dass die Gegner nicht bemerken, dass eine Chance besteht, dass die Gegner nicht bemerken, dass das euer Schiff ist und das soll nicht angreifen. Deswegen ist auch eine der stärksten Schiffe im Spiel. So, ich gehe dann einmal auf das Schiff. Ne, nicht auf das Schiff, in den Weltraum. Und dann gucken wir uns dann nochmal die genauen Statistiken zu dem Schiff an. So. Und ja, ich kann mal kurz spoilern, im Film wurde das Schiff ja am Ende zerstört von Delta. Und deswegen ist es auch das einzige geblieben, was jemals von dieser Art gebaut wurde. Und wir sehen jetzt auch schon hier im Raum das Schiff, das ist ein Träger, Träger-Escort-Schiff. Und dann das Schiff, hier auch die Galaxy-Klasse daneben mal. Also es ist wirklich das größte überhaupt. So, dann gucken wir einmal kurz. Das Layout habe ich ja schon gezeigt. Die Raumschiff-Eigenschaften sind Zielwaffensystem plus 5 Genauigkeit. Dann haben wir hier minus 15% Abklingzeit bei Verwendung der Singularitätskraft und plus 30% Singularitätsladerate, was man auch merkt. Dazu kommt dann noch plus 10 kinetischer Schaden und Gesamtenergieschaden. Und am Ende plus 2,5 kritische Trefferchance. So, Werte. Crew Nuclear 3000. Also, es ist auch schon Träger. Liga. Verteidigungspunkt 7,8. Hölle. Haben wir gut 76.000. Also, es ist schon eine sehr starke Hülle. 16.000 vordere, also Schilde allgemein. Und was bei dem Schiff auch sehr gut ist, was durch diese Konsole kommt, die auf episch ist, also das höchste, was geht, haben wir einen Phaser-Widerstand von 40% bei einem, also Antiproton, Polaron, Tetrion, Plasma, einen kinetischen Widerstand von 35. Das heißt, dass man gut selbst ohne Schild noch lange überlebt. Kritische Trefferchance 12,6%, kritischer Trefferschaden 85,7%. Also man muss mal, ich kann mal kurz die Konsole rausnehmen. Zack. So. Sind wir schon 67,5 und 9%. Und damit steigt es doch enorm. Und auch wenn das vielleicht hier nicht so viel erscheint, es macht extrem viel aus. Beschleunigung 20, Wendegeschwindigkeit 8,3 Grad. Ich jetzt mal fliege. Und ich habe jetzt schon die Konsole drin, ne? Sieht man, es ist, naja, nicht wirklich praktisch, damit zu fliegen. Aber es geht. So, zu den Waffen. Wie viel Schaden, das ist jetzt eine Mark 13, die anderen sind Mark 12 mit einmal Genauigkeit und dreifachen Schaden. Und hier komme ich jetzt mit denen auf einen Disruptor-Schaden von 1105. Also es ist schon sehr stark, wenn man mal im Vergleich normale mit 5 bis 600. Dazu kommt der Omega-Waffenverstärker und dadurch haben wir eine extreme Schadenserhöhung. Bei den Eigenschaften, Raumschiff-Eigenschaften, habe ich aktuell nur die beiden. Die beste Verteidigung und Vollgas geben. Vollgas geben kommt aus dieser Spezialisierung hier, beim Piloten. Beim Raumruf habe ich Energiefrequenzierer. Das ist eine der schönsten Eigenschaften, und zwar, wenn man Schaden macht, wird einem die Hülle geheilt. Das heißt, umso mehr Schaden ihr macht, umso schneller heilt sich eure Hülle. Dazu destabilisiert Phasenarray. Beim Erleiden von Schaden erhalten sie Immunität gegen alle Schäden für 3 Sekunden. Das kann aber nur alle 60 Sekunden einmal gemacht werden. Dann kinetische Omega-Abschärfung.
Abscherung. Dazu 40% kinetischen Schadenwiderstand, aber auch 6 Sekunden lang und dann auch nur alle einmal in der Minute, glaube ich. Und überragende Schildreparatur, 463 Schildregeneration alle 6 Sekunden. Das habe ich hier genommen, weil das Schild zwar eine hohe Schildleistung hat, wenn ihr auch guckt, 16.000, dafür eine niedrige Schildregeneration. Vielleicht wird das nochmal unterstützt. Ja, beim Ruf. Standardsachen. Das ist jetzt Boden, da brauche ich nicht weiter eingehen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einmal die Brücke an. Und ich kann schon mal so viel sagen. Mit dem Schiff sind also Schadensmengen jetzt aktuell, also mit diesem Aufbau, 30.000 ungefähr. Ich in Infected Space Advance erreicht. Und ja, das ist schon eine gute Menge. So, jetzt sehen wir, die Brücke lebt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil man doch nicht alltag die Brücke besucht. So, jetzt sind wir fertig. Lade Scimitar. Genau das wollen wir. Und da sind wir auch schon. Wer die Brücke kennt aus dem Film, der dürfte jetzt möglichst überwältigt sein, auch wer die Filme kennt, da diese Brücke wirklich sehr gut nachgebaut wurde. Auch die Scimitar ist eine, hat die mit die beste Brücke meiner Meinung nach, schönste. Hier sehen wir Remanisch. Das ist Remanisch, das kann man nicht lesen, das ist Remanisch. Hier in der Mitte unseren klotzigen Sessel. Hier können wir unser Schiff auswählen. Dienstoffiziere, hier haben wir dann in der Mitte diese Treppe. Hier sehen wir auch nochmal, Remanisch. Hier noch eine Konsole, da noch eine. Und wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir jetzt hier einen Zwischenraum. Das ist unsere Brücke. Und jetzt kommt nämlich das Schmuckstück. Und zwar, das ist einer der Gründe auch, wieso man sich überhaupt dieses Schiff kaufen sollte. Der erste ist, weil es das stärkste Schiff mit im Spiel ist. Durch die hohe Waffenanzahl, durch den Hangar. Und zweiter Grund ist diese Brücke. Vorne haben wir schon gesehen, alles extrem 1:1 nachgebaut. Auch ein großes Lob an die Entwickler, es ist sehr schön geworden. Hier haben wir dann die Textdatei nochmal. Hier geht es nirgendwo weiter. Account Bank. Und wer es aus dem Film kennt, der Talaron-Generator. Und zwar darauf werde ich gleich nochmal eingehen, auf die Spezialkonsolen. Im Film wurde ja die Scimitar, nachdem die Enterprise sie gerammt hatte, ihren Talaron-Impuls laden und damit die Enterprise komplett auslöschen. Und das sollte mit Hilfe von diesem Talaron-Generator entstehen. Talaron-Energie ist durch die Sternflotte verboten worden, da es die mit tödlichste Energie ist, sag ich mal, wenn ein Funken davon jemanden trifft, versteinert er und stirbt. Oder wird einfach aufgelöst. So. Das ist einer Grund. Mal gucken, ob das jetzt so geht. Und das muss man sich einfach merken. Hier sehen wir jetzt auch schon, der Kern hat aufgefahren. Und hier wird jetzt die Talaron-Matrix geladen. Das sieht extrem geil aus. Wir haben diesen Ring hier in der Mitte, den Talaron-Kern. Und auch diese Ringe, die eben an die Wand gehen, hier oben. Die mehreren Ringe. Das sind ein bisschen am Boxschiff jetzt. Und sieht einfach nur extrem geil aus. So, wenn ich jetzt wieder schließe, fährt das wieder zu. Und zu. So, dann komme ich hier noch einmal zu den Spezialkonsolen. Wie man sieht, ich habe jetzt aktuell keine einzige hier in dem Schiff drin. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, wieso wir gleich nochmal runtergehen müssen, da ich die von der Scimitar auch brauche. Da dieses Schiff einfach nur aus Schaden aufgelegt ist. Möchte man aber nun
halt auch die Konsolen benutzen, die nicht schlecht sind. Das sind gute Konsolen. Bloß halt jede einzelne, die fressen halt viel Platz. Drei Konsolen sind doch schon recht entscheidend. Und zwar mit dieser, das ist Sekundärschildkonsole. Durch das Aktivieren ihrer Ersatzschild können sie für kurze Zeit große Schadensmengen absorbieren. Jeglicher eingehender Schaden wird auf die Ersatzschilde geleitet, wodurch ihre Standardschilde und die Hülle vor Schaden geschützt werden. Dieser Effekt endet wieder, sobald ausreichend Schaden verursacht wurde, oder nach Ablauf Effektdauer, je nachdem, was zuerst eintritt. So, hier lesen wir auch schon, kann nicht eingesetzt werden, wenn ihre Hilfssysteme deaktiviert sind. Und wenn wir die nun aktivieren, haben wir ein zweites Schild, was eine Hitpoint-Zahl von 18.000 hat. Werden diese 18.000 von den Gegnern weggeschossen, verbraucht das Schild. Oder wenn sie nicht weg sind, dann geht es nach 45 Sekunden spätestens weg. So, das zweite Set-Bonus. Schnellsteuerdüsen erhöht ihre Wendegeschwindigkeit um 2. Nicht wirklich viel. Und zusätzlich behalten sie durch den Tarnung erhaltene Wendegeschwindigkeit-Bonus, solange wie der getarnte Hinterhalt dauert. Getarnter Hinterhalt bedeutet, kommt von dieser Konsole Universal Tarnangriff. Das erkläre ich aber auch gleich nochmal. Und der 3-Set-Bonus, was jeder kennen müsste, der Talaronimpuls, wirkt sich auf Gegner aus, 10 maximal, 10 km Entfernung, 90 Grad Kegel. Das heißt, wer nicht in diesem 90 Grad drin ist, der kriegt davon noch nichts ab. Und ein weiterer schlimmer Punkt, wieso kaum einer diesen Set-Bonus nutzt, weil hier sieht man eine Aufladezeit von 12 Sekunden. Das heißt, wenn diesen aktiviert, ist euer Schiff für 12 Sekunden stets da noch rum und lädt. Ihr könnt nicht schießen, ihr könnt keine Fähigkeiten einsetzen, ihr könnt euch nicht bewegen, nur ganz minimal. So, dafür erzeugt ihr aber auch 20.000 Schaden ohne einen Buff-Effekt. Und die Gegner erhalten auch noch Strahlungsschaden. So, hier haben wir jetzt die nächste Konsole. Und zwar Singularitätsverteilungseinheit. Indem sie die Singularitätsverteilungseinheit Energie aus ihrem Singularitätskern abzweigt, erlaubt sie den Einsatz von Schutzschilden im Tarnmodus. Mit dieser Konsole wird ihr Schiff nicht von Schildenergieentzug beeinträchtigt. Solange die Kampftarnung aktiv ist, zudem können ihre Schildsysteme nicht länger zum Ausfall gebracht werden. Diese Konsole maskiert ebenfalls die Signatur der Singularitätsenergie ihres Schiffes und minimiert so die Auswirkung der Singularität auf die Tarnverrechnung ihres Schiffs. Das heißt, was auch einzigartig ist wieder im Spiel, es ist das einzige Schiff, also man muss sich einmal bedenken, das Schiff kann sich mitten im Kampf tarnen. Ist nun diese Konsole drauf, könnt ihr, wenn ihr einfach im PvP als Beispiel, könnt ihr euch, wenn ihr gerade mal, wenn der Gegner jetzt bufft, also seine ganzen Effekte auch hochspielt, um euch richtig viel Schaden reinzudrücken, könnt ihr einfach euch tarnen und selbst die Schüsse, die ihr noch abbekommt, behaltet ihr. Solltet ihr vom Torpedo getroffen werden, normalerweise, und ihr habt keine Schutzschild, dann geht es direkt auf die Hülle und verursacht eine Menge Schaden. Hier wird einfach nur euer Schild treffen und fast gar keinen Schaden machen. Das heißt, ihr habt Schilde, während ihr getarnt seid, durchgehend. Und die laden sich auch wieder auf. Und das ist schon ziemlich böse. So, und dann verlasse ich einmal die Brücke wieder. Weil wir auch noch die dritte Konsole brauchen. Dafür gehe ich dann einmal aufs ESD wieder. Weiter. Wo sind wir? Hier. Und man sieht auch schon mit Ausweichmanöver geht's und den ganzen Konsolen, die ich jetzt drin habe, funktioniert es auch. Dazu kommt noch die Pilotenfähigkeit, die ist auch nochmal verbessert. Und jetzt kommen wir zu der womit schlimmsten Konsole. Und zwar, wer den Film kennt wieder, müsste das kennen. Die Scimitar war hoch überlegen im Gegensatz zu der Enterprise und das lag besonders daran, dass sie die perfekte Tarnung hatte. Sie konnten sich einfach tarnen, war nicht aufzuspüren.
Und was, also zumindest angekündigt wurde, hier damals im Spiel ziemlich für Aufregung gesorgt hat, auch mit, ich muss immer das Schiff entlassen, war, dass die Scimitar-Klasse, das heißt das Schiff, was ich jetzt fliege, so, diese Konsole besitzt. So. Und zwar die Tarnangriff-Konsole. Die Scimitar konnte durch ihre Tarnung schießen. Das heißt, der Gegner sieht euch nicht. Und ihr könnt auch alles in Ruhe hochleveln und ihn einfach 40.000 Schaden oder so mit einem Schuss rein donnern. Das funktioniert. Der Talarone-Puls funktioniert die während dieser Zeit aber nicht. So. Die Konsole leitet die Energie ihres Singularitätskerns kurzzeitig sowohl zur Tarnvorrichtung als auch zu dem Waffensystem. Wenn Sie diese Konsole aktivieren, dann können Sie kurzzeitig Ihre Waffen abfeuern, während Ihr Schiff im Tarnmodus ist. Am Ende des Effekts ist ein Großteil Ihrer Waffenenergie aufgebraucht. So. Ja, 15 Sekunden könnt ihr halt durch eure Schilde feuern. Und das ist, hört sich nicht nur böse an, sondern es ist auch böse. Jetzt gehe ich einmal nochmal ins System. Und werde einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns im Agala-System wieder, wo wir das Schiff dann einmal testen werden. Also, System, dann würde ich sagen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, da sind wir wieder im Agala-System, wo wir die Bentane unterstützen müssen. Hier kann ich das schon mal zeigen. Die Drohnen, eine romulanische Drohne, die sich jetzt meinte, als Elachi zu tarnen. Okay, wir sind zwar bei den Käsern, aber tarn dich als Elachi, ist okay. Hm, so, ich habe jetzt die drei Konsolen eingebaut. Müsste vielleicht noch die Skills dazu aktivieren. Satzschilder. Dazu kommt noch Kampftarnung, das haben wir schon. Tarnangriff. Und der Talarone-Impuls. Wichtig ist ja, wie wir wissen, dass die. So, ich kann mich jetzt einmal. Hier, meine kleinen Drohnen dürfen die jetzt angreifen. Und sehen auch schon. Lachi-Waffen. Und wir haben durch die Konsole unsere Schilde. Also. Ja, wir haben unsere Schilde. Und man sieht auch, die machen nicht gerade wenig Schaden, das sind die Standardschiffe. Die kleinen Jägerskorten haben damit schon zu kämpfen. Und die Montane dazu. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben, oder? So, ich benutze jetzt meine Tane nicht, sondern. Ich habe gerade auch schon diese kleinen grünen Ringe rumgesehen. Das ist Fähigkeit. Die Frequenz hier, die mich einfach halt, wenn ich Schaden mache. So, jetzt sehen wir auch hier mal das Bock. Bonus wieder wirken. So, weiter. Wir müssen ja jetzt immer helfen. Ach, diesmal sind es gleich die Käse. Aber das wird immer interessanter. So, ich kann mich wieder. Wir sehen uns nicht. Und wir können jetzt schön taktische Initiative. Schaden. Und Tarnangriff schießen. Und da hat sich auch schon erledigt. Jetzt möchte ich nämlich den Tarn, als wäre ich den Tarn. Und man sieht schon, wie das Schiff macht sehr viel Schaden. Sind wir schon weg. Ich werde jetzt einfach mal mein Schiff zurückrufen.
Er soll mich jetzt mal angreifen. Ich habe jetzt einen Sekundärschild aktiviert. Das bedeutet, wir sehen hier, ich habe meinen zweiten Ring einfach in meinem Schiff. Und die Konsole lohnt sich wirklich, weil sie nicht viel aushält. Wir sehen Schaden, Schild runter und sie sind schon weg. Das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Und da hat der Kollege eigentlich ausgedehnt. Ich habe jetzt halt nicht alle Schadenskonsolen deswegen drin. Und ja, das waren schon die drei Konsolen. Dann zeige ich gleich einmal, was man einfach sehen muss. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Auf jeden Fall hat sich diese Singularitätsfähigkeit extrem schnell aufgeladen. Wie lange haben wir denn noch? 4, 1, 2, 1, und. Schiff hier. Und tschüss. So. Was ist so? Was kommt da angeflogen? Daran verschwenden wir noch nicht unseren Talaron, kurz, es wäre noch zu wenig. Ja, Streusalbe aktivieren. Okay, wir sind gerade nicht perfekt, das ist ein bisschen doof, aber bei der enormen Schaden zumindest kommst du auch nicht mehr dran. Wäre das Schiff auch nochmal wieder in so Turret zu können, zu schießen. Weiter, so ein Spaß haben da. Für den drehe ich mich nicht nochmal extra um. Weil das Schiff ist schon träge und bei der nicht allzu hohen Reichweite von den schweren Waffen ist das nicht die beste Idee. Der große Tetris. Jetzt können wir mal zeigen, wie klein diese Schiffe im Vergleich sind. Da ist die Jägerskorte und hier ist die Sintra. Was versuchen wir überhaupt? Ach, da sehen wir schon ein Jagdschiff. Ach, das ist die Kaiserin. Da sieht man sich nicht mehr durch. Das ist die Kaiserin und das ist ein Heroischer. Okay. Alle und sind schon wieder voll, also es geht. Oh, geht's okay, wir haben auch schon wieder einen Angriff aufgeladen. Wir wollen jetzt aber gleich die Satzschilder und ich warte bis. Achso, ist alles frei. Er soll jetzt nämlich nicht rausfliegen aus dem Kreis. Ich weiß gar nicht, was er veranstaltet. Und zwar aktivieren wir das. Das. Und zwar von allen möglichen Schadenskills raus. Und Pille ab. Und das sieht einfach geil aus. Hier der Kegel, die Flügel fahren hoch. Okay. Er hat jetzt 20% Schaden bekommen. Oder gar keinen Schaden. Also. Ja. Er muss halt auch noch dazu die Schilder wegmachen, aber dann lohnt sich das ja mal nicht. Aber es sieht extrem geil aus. Und es ist einfach, wenn man das mal gesehen hat, auch aus dem Feld, dann muss man es einfach mal gut spielen sehen. Wir machen das mal schnell weg. Ich habe jetzt, ich habe gerade die ganze Zeit meine Handkompetenz nicht dabei, also weg. So, ich hätte noch eine Menge Klonen, brauche ich jetzt aber nicht. Nehmen wir jetzt auch nochmal unsere kleinen süßen Drohenschiffe. Und ja, dann würde ich sagen, soll das zu diesem Video gewesen sein. Vielleicht mache ich nochmal eine extra Aufnahme mit Crystalline oder Infected Spades Advanced. Also werde ich mal sehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Show.
Und bis dahin, tschüss.